Sexiest Comic Babe 2019 war Dr. Faustus. Das muss ich doch auch noch irgendwie übertragen lassen. Ich meine, Faustus hat ja auch riesiges Wissen im Bereich Manga und was da die Ladies betrifft und die ganzen Kurven und... Ah, und... Moment. Hat Faustus mir nicht letztens die Nummer von The Tyrant 1992 gegeben? Ich glaube, das wäre der perfekte Mann, um uns den besten weiblichen Charakter aus dem Manga-Genre zu liefern. Also, der goldene Stand 2020 für den besten weiblichen Manga-Charakter präsentiert euch The Tyrant 1992. Hallo meine Damen und Herren und willkommen zum goldenen Stan Lee 2020. Ich bin Tyron 1992 und ich darf die Gewinnerin in der Kategorie Bester weiblicher Manga-Charakter 2019 vorstellen. Welche unserer Kandidaten wird wohl den goldenen Stan Lee mit nach Hause nehmen? Ohne lange Vorrede fangen wir doch direkt mit der ersten Kandidatin an. Unsere erste Kandidatin ist die Lamia Mia, bekannt aus Monster Musume. Sie ist sehr klug und berechnend, kann aber auch sehr emotional und impulsiv sein. Was sie besonders ausmacht, ist, dass ihr Wohlbefinden von ihrem geliebten Kuruso sehr wichtig ist. Dafür steckt sie auch ihre eigenen Bedürfnisse gerne mal zur Seite und begibt sich sogar in Gefahr. Auf jeden Fall schon mal, wir fangen schon mal gut an. Und ich würde sagen, wir gehen dann direkt zur Kandidatin Nummer 2. Und das ist Shio aus Annenaro Mono. Ihr gelang der Durchbruch von einem Doujinshi-Charakter zu einem richtigen Manga-Charakter und darf sich bald auf eine OVA freuen. Shio ist ein Dämon, der vom weisen Jungen Yui gerufen wurde. Sein Wunsch war es, dass sie Teil seiner Familie wird und seitdem ist sie sozusagen seine große Schwester. Shio ist sehr liebenswürdig und auch etwas naiv, da sie mit den Gebräuchen unserer Welt, als Dämon so, nicht besonders gut zurechtkommt und sich erstmal da einleben muss. Aber dafür ist ja auch Yo da, um ihr das alles ein bisschen näher zu bringen. Trotzdem gibt sie sich große Mühe für Yo, eine tolle große Schwester zu sein und sie liebt ihn über alles. Also Shio ist auch wirklich ein super weiblicher Charakter. Mal sehen, ob sie den goldenen Stan Lee mit nach Hause nehmen wird. Als dritten Kandidaten haben wir Sakura aus Fate Stay Night Heaven's Feel. In anderen Ablegern der Fate-Reihe spielt sie eher eine Nebenrolle, aber letztes Jahr glänzte sie als Hauptcharakter. Sakura ist zwar ein schüchternes und ruhiges Mädchen, aber sie ist auch enorm willensstark und besitzt eine große innere Stärke. Am meisten zeichnet sie ihre große Liebe zum männlichen Hauptcharakter Shiro aus. Also Sakura hat wirklich einiges geleistet letztes Jahr und mal gucken, ob sie den Golden Stan Lee mit nach Hause nehmen wird. Nummer 4 ist dann Chocola aus Nekopara. Sie ist eine der beiden Hauptcharaktere aus Nekopara mit ihrer Zwillingsschwester Vanilla. Als Katzenmädchen hat sie natürlich bestimmte Charakteristika einer Katze halt. Sie ist verspielt, liebt es gestreichelt zu werden und liebt natürlich den Geruch von Katzenminze, denn alle Katzen mögen Katzenminze. Chocola ist ein fröhliches und energiegeladenes Catgirl. Sie ist neugierig, hat eine kindliche Einstellung zu allem. Und ihr Besitzer, Kosho, ist neben ihrer Schwester der wichtigste Mensch und auf dem würde sie immer Acht geben und alles für ihn tun, damit es ihm gut geht. Also Schokolade ist wirklich auch ein super niedliches Mädchen. Wir gucken mal, ob sie den Preis absagen kann. Und dann kommen wir zu unserer letzten Kandidatin und zwar zu Mamako Ozuki aus Do You Love Your Mom at the Multiple Target Attacks. Jo, das ist ein Name, den muss man sich auch merken. Mamako wird nämlich zusammen mit ihrem Sohn Masato zusammen in ein Online-Rollenspiel gezogen, in dem es darum geht, die Beziehungen zwischen Müttern und ihren Kindern zu verbessern. Sie liebt nämlich ihren Sohn sehr und deswegen möchte sie mehr Zeit mit ihm verbringen. Da sie dies als Gelegenheit sieht, Masato näher zu kommen, springt sie nämlich auch gleich mit in die Online-Welt. Mamako ist eine sehr gutherzige Frau, die ihren Sohn sehr liebt und um jeden Preis beschützt. Sie ist die meiste zwar sehr naiv, weil sie kennt sich natürlich mit diesen ganzen Rollenspielen, Videospielsachen nicht besonders aus, kann aber ernst sein, wenn es die Situation erfordert. Sie ist auch sehr emotional, da sie leicht wütend wird, wenn ihr Sohn in Gefahr ritt, fängt aber auch schnell an zu weinen, wenn es sehr emotional wird. Also Mamako ist auch eine heiße Kandidatin, was das angeht. Ist übrigens sowohl Mamako als auch Shio sind auch von derselben Zeichnerin gezeichnet worden. So, ich würde sagen, wir sind mit unseren Kandidatinnen dann soweit durch.
Hier haben wir den Umschlag. In diesem Umschlag befindet sich der Name unserer Siegerin. Und der Gewinner ist... Es wird spannend. Und der Gewinner ist Sakura Mato aus Fate Stay Night, Heaven's Field. Herzlichen Glückwunsch. Und ich finde, dafür, dass du gewonnen hast, sollten wir noch mal ein bisschen genauer darauf hin, warum du auch gewonnen hast. Sakura ist nämlich wahrscheinlich der beeindruckendste Figur innerhalb der Fate Stay Night Reihe. Denn sie schafft es in Heaven's Field, die Aufmerksamkeit so sehr auf sich zu ziehen, wie kaum ein anderer Charakter. Man hat wirklich das Gefühl, dass Sakura im Mittelpunkt von allem steht und alles nur um sie herum passiert. Sie trägt dieses Werk und bringt fast im Alleingang das Drama und eine erdrückende Schwere mit hinein, wo es sich auch enorm abhebt, das muss man wirklich sagen. Sie ist eine emotional komplett geschundene, kaputte Figur. Das Elend, das ihr Leben darstellt, ließ sie immer wieder in die Emotionallosigkeit abdriften, bis sie einen Anker fand in Form ihrer großen Liebe Shiro. Und das war wirklich ein sehr emotionaler Moment damals in Heaven's Field. Also boah, es gab wenig, was mich zu der Zeit so viel mitgenommen hat. Das klingt natürlich zunächst nach einem recht einfachen Szenario. Ein armes Mädchen, das sich in einen Jungen verliebt und dadurch ihr Leben in den Griff bekommt, könnte man zuerst meinen. Aber die Geschichte um Sakura ist so viel mehr als das. Die Abgründe ihrer Seele sind noch tiefer, als es zuerst erscheint, und am Ende geht es sogar von ihr eine unglaublich große Gefahr aus. Sakura ist eine der vielseitigsten Personen der Fate-Reihe. Man kann mit ihr mitfiebern, man kann Mitgefühl mit ihr haben und man kann sie auch fürchten. Genau, sie macht Heaven's Field zu mehr als nur ein Actionfeuerwerk. Sie gibt diesem Werk jegliche Substanz und hat dafür ihre Leistung in Lost Butterfly definitiv diese Auszeichnung verdient. Insofern nochmal Sakura, herzlichen Glückwunsch zum Golden Stan Lee 2020 in der Kategorie bester weiblicher Manga-Charakter. Ich hoffe, euch hat diese Auszeichnung gefallen und ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten.